Die Faktenflut zu Charlie Sheen. Charlie Sheen ist der Sohn vom Schauspieler Martin Sheen. Sein Bruder, den kennt man auch, das ist der Schauspieler Emilio Estevez. Da wundert es nicht, dass Sheens Geburtsname eigentlich Carlos Irwin Estevez war, denn auch Vater Martin Sheen heißt eigentlich Ramon Antonio Gerardo Estevez. Die Familie stammt ursprünglich aus Galicien in Spanien. Sheen spielt nicht nur in seinen Rollen gerne mal den wilden Kerl, auch sein Privatleben ist turbulent. Die Verlobung zur Schauspielerin Kelly Preston endete kurz nachdem er ihr versehentlich in den Arm geschossen hat. Au! Sheens Filmdebüt war nicht Wall Street oder Platoon, sondern Die Rote Flut. Ein hardcore-kalter Kriegsfilm, der als einer der gewalttätigsten Filme aller Zeiten gilt und von einer Gruppe Schüler erzählt, die zu den Waffen greifen muss, als Amerika von den Russen angegriffen wird. Sheen war nicht der einzige Jungstar, der in Die Rote Flut mitspielte. Auch Leah Thompson, C. Thomas Howell und die beiden Dirty Dancing Stars Patrick Swayze und Jennifer Grey waren mit von der gewalttätigen Partie. Seinen Durchbruch hatte Charlie schon in den 80ern in Wall Street und Platoon, beides unter der Regie von Oliver Stone. In dessen Wall Street 2 er 20 Jahre später nochmal einen kurzen Gastauftritt hatte. Kurz, wahrscheinlich wusste er, dass der Film nichts wird und beließ es bei einem kurzen Hallo. Noch 2006 wurde von einem Männermagazin zu den Top 10 lebenden Sexlegenden gezählt, der angeblich mit über 5000 Frauen Sex hatte. Charlie Sheen verändert Leben. Angeblich hatte er auf einer Party die Idee, dass die unbekannte Schauspielerin Wynonna Horowitz ihren Namen doch ändern sollte. Sie folgte seinem Rat und wurde bekannt als Wynonna Ryder. Ihre Karriere verlief danach allerdings ebenso abenteuerlich wie die von Charlie Sheen. Nach Hits wie Meerjungfrauen küsst man nicht, Reality Bites und Edward mit den Scherenhänden wurde es Ende der 90er Jahre ruhiger und sie fiel hauptsächlich durch persönliche Probleme und Ladendiebstahl-Eskapaden auf. Ladendiebstahl wäre für Sheen allerdings nur eine Kleinigkeit. Er bedrohte lieber mehrfach Freundinnen mit Messern, behauptete, er habe schon Wege, sie aus dem Weg räumen zu lassen und ordnete Nutten gleich in der Familienpackung. Denn wie wir alle wissen, passt nichts besser zu Koks als Nutten und Alkohol und von all dem hatte Sheen reichlich. So reichlich, dass er mehrfach in die Entzugsklinik und zu den anonymen Alkoholikern musste. Charlie Sheen ist einer der wenigen Schauspieler, die in Filmen und Serien häufig mit dem eigenen Vornamen auftauchen. In den Serien Chaos City, Two and a Half Men, Anger Management und den Filmen Charlies Welt, Being John Malkovich, Alle Hunde kommen in den Himmel und She Wants Me hieß er wie er selbst. Charlie. Schon eher Two and a Half Men verließ Pokerterm höhere Gagen. Er drohte mit Ausstieg, weil ihm 1 Million pro Folge zu wenig waren. Er pokerte hoch und erreichte schließlich die Zusage für 1,8 Millionen Dollar pro Folge. Doch während des Drehs der 8. Staffel musste er wieder in den Entzug und beleidigte in Interviews die Macher der Show so lange, bis er schließlich gefeuert wurde. Nachdem er eine Rachetour mit einem mäßig unterhaltsamen Bühnenprogramm gestartet hatte, die Torpedo of Truth Tour, die beim Publikum eher Spott als Gelächter auslöste, merkte er wohl, dass das nicht der goldene Weg war und schloss schließlich seinen Frieden mit Two and a Half Men. Die Episode, in der Ashton Kutcher neu dazukam und seine Beerdigung zeigte, fand er nach eigener Aussage bizarr, aber witzig und mochte besonders, dass Kutcher in einer Aschewolke als Charlies Überresten auftauchte. Mittlerweile ist Sheen aber nicht mehr das einzige schwarze Schaf im Two and a Half Men-Stall, denn Jungspund Angus T. Jones hat inzwischen seinen ganz eigenen Skandal. Der 19-Jährige hatte nämlich zu Gott gefunden und beschimpfte seine eigene Serie als verkommenen Dreck, den sich niemand angucken sollte. Nachdem das Video dann viral wurde, ruderte er zurück und entschuldigte sich, denn er habe das ja ganz anders gemeint und ja. Wahrscheinlich war ihm eingefallen, dass er pro Folge 250.000 Dollar bekommt und dafür kann man ja schon mal unchristlichen, moralisch verdorbenen Scheiß machen. Er hat wohl Glück gehabt, denn die Macher haben ihn nicht ganz rausgeschmissen, obwohl er in der neuen Staffel wohl eher Gastauftritte als eine feste Rolle haben wird. Charlie Sheen spielt sich mal fast wieder selbst im aktuellen Scary Movie 5. Mit der Art von Film hat er aber auch schon seine Erfahrung, denn die Hotshots-Filme, in denen Top Gun und Rambo verarscht wurden, gehören zu seinen größten Erfolgen. In dem Film traf er auch einen späteren Kollegen. Sheen spielte dort neben John Cryer, der in Hot Shots als Jim Washout mitspielte. Mit dem er sich zwischenzeitlich aber auch schon gehörig verscherzt hatte. Im Zuge seines Kleinkriegs mit den Two and a Half Men-Machern beschimpfte Sheen auch seinen Co-Star als Wendehals und Troll, wofür er sich allerdings später halbherzig entschuldigte. John Cryer war bisher der einzige Star von Two and a Half Men, der keine großen Skandale hingelegt hat. Wenn man davon absieht, dass eine Episode der Show nicht wie üblich vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde, weil Cryer befürchtete, dass seine Frau, mit der er gerade im Scheidungskrieg stand, einen Auftragskiller angeheuert habe, um das Sorgerecht für seinen Sohn zu bekommen. Anger Management basiert auf einem Adam Sandler-Film. Die Klamotte Die Wutprobe mit Adam Sandler und Jack Nicholson ist die Vorlage für die Sitcom um den problemgeplagten Therapeuten. Anger Management ist übrigens sowas wie eine Family Intervention, um Charlie wieder in die Normalität zurückzuführen nach seinen zahlreichen Ausfällen. Produziert wird sie unter anderem von seinem Bruder Ramon Estevez und sein Vater Martin Sheen spielt eine regelmäßige Gastrolle.
Die Eröffnungsszene der Sitcom, in der er direkt in die Kamera spricht, ist ein ziemlich direkter Seitenhieb auf den Rauschmiss bei Two and a Half Men, den er dann nutzt, um sich über sich selbst lustig zu machen. Mit Erfolg. Die Serie wurde gerade um weitere 90 Folgen verlängert, in denen Charlie Zeit hat, seine Patienten und deren Aggressionsprobleme in den Griff zu bekommen. Was ja schon mal ein Fortschritt ist, denn 2011 behauptete er noch kühn, er habe Tigerblut, wäre ein Hexer und überhaupt sei er die ganze Bescheidenheit endgültig leid und man müsse endlich anerkennen, dass er ein abgefreakter Rockstar vom Mars sei. I'm tired of pretending like I'm not bitching a total freaking Rockstar from Mars and people can't figure me out, they can't process me. I don't expect them to. You can't process me with a normal brain. Charlie Sheen ist einer der ganz, ganz wenigen Schauspieler, die eine eigene Website haben, die nur dem Zweck dient, herauszufinden, ob sie noch leben. Auf www.ischarliesheen.com kann man überprüfen, ob es ihn schon dahin gerafft hat. Ja, doch bis jetzt sieht alles noch ganz gut aus. Winning! 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 Winning.